Ja, hallo, Servus und willkommen zur zweiten Instanz dieser Videoreihe zu Funktionsgraphen. Wir sind im Abschnitt Begriffe und Definitionen und die erste Frage des heutigen Tages ist die Auflösung der Frage, die ich dir das letzte Mal gestellt habe, nämlich was ist ein Funktionsgraph überhaupt? Anschließend werden wir uns anschauen, wie können wir Funktionsgraphen richtig interpretieren, was können die uns verraten und wie können wir sie lesen. Ganz zum Schluss noch ein paar Begriffe, die ich immer wieder verwenden werde in den kommenden Videos. Starten wir los. So, was ist ein Funktionsgraph? Beziehungsweise wie ist ein Funktionsgraph definiert? Ich hoffe, du hast dir darüber Gedanken gemacht. Wir schauen uns zunächst einmal an, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen für die Definition? Wir brauchen natürlich einen Namen, das wäre in dem Fall f, einen Definitionsbereich d und eine Wertemenge w. Ganz zuletzt natürlich eine Vorschrift, wie wir die Elemente x aus dem Definitionsbereich auf die Funktionswerte im Wertebereich abbilden können. Wenn wir die Zutaten einmal haben, können wir loslegen, weil der Funktionsgraph ist nämlich so definiert. Man nimmt die Elemente aus dem Definitionsbereich und die zugehörigen Funktionswerte und bildet Paare, geordnete Paare. Das heißt, der erste Eintrag ist das x und der zweite Eintrag ist der Funktionswert. Natürlich, wir wissen schon seit der ersten Klasse, solche Paare können wir als Punkte in einem Koordinatensystem eintragen. Und wenn man das macht, dann erhält man eben eine Visualisierung, eine Darstellung des Funktionsgraphs. Und das ist das, vermutlich das, was du dir unter einem Funktionsgraph auch meistens vorstellst. Die gute Nachricht, für stetige Funktionen sind diese Funktionsgraphen sogar durchgehende Kurven. Wir schauen uns jetzt ein paar Beispiele an. Ein erstes Beispiel wäre das einer linearen Funktion, die du auch schon sehr lange kennst. Wir sehen am Funktionsgraph, diese Punktmenge aus x-Wert und Funktionswert, die ergeben eine Gerade in diesem Koordinatensystem, ist also sehr einfach zu beschreiben und es können auch geometrische Zusammenhänge verwendet werden, um algebraische Zusammenhänge zu erkennen. Ein komplizierteres Beispiel für Funktionsgraphen wäre dieses hier. Diese Funktion ist zusammengesetzt aus dem Produkt einer fallenden Exponentialfunktion und einer Sinusfunktion. Also durchaus schon relativ kompliziert, aber man sieht anhand des Funktionsgraphen sofort, wie sich diese Funktion längerfristig verhalten wird. Diese orangen Kurven zeigen zum Beispiel an, dass die Sinusfunktion jetzt nicht mehr von den Werten minus und plus 1 begrenzt werden, sondern von eben diesen Exponentialfunktionen. Also man kann sich das vorstellen wie eine Schwingung, die mit der Zeit immer weniger wird. Also Funktionsgraphen sind, um das zusammenzufassen, ein ganz wichtiges Mittel, um sehr schnell Informationen vermitteln zu können, um Zusammenhänge selber besser verstehen zu können. Man kann sich ja nicht alle Funktionswerte immer ausrechnen. Ja, jetzt auch gleich noch eine kurze Aufgabe, und zwar versuche einmal zu überlegen, welche Funktionsgraphen kennst du schon, zu welchen Typen von Funktionen und ganz besonders, wie sehen die Funktionsgraphen von Potenzfunktionen aus? Bitte pausiere das Video und wir sehen uns gleich wieder. So, bevor wir zur Auflösung der Potenzfunktionen kommen, zunächst noch ein paar Begriffe, die wir brauchen, um diese Funktionsgraphen beschreiben zu können. Zunächst die Werte, die wir auf der horizontalen Achse ablesen, die nennen wir die Argumentwerte. Das sind die, die man umgangssprachlich auch als x-Werte bezeichnet. Wir sagen dazu Argumente. Und die anderen sind natürlich die Funktionswerte. Die lesen wir an der vertikalen Achse ab. Das sind die Funktionswerte f von x, die zum Argument x gehören. Jetzt die Frage, wie kann man Funktionsgraphen lesen und wie passen diese Begriffe dazu? In dieser Grafik, da haben wir eine quadratische Funktion und wir sehen, dieser grüne Punkt hier ist ein Element des Funktionsgraphen. Ja, der hat die Koordinaten 1 und 2,5. Das heißt, zum Argument x gleich 1 gehört der Funktionswert 2,5. Ja, die Argumente lesen wir an der x-Achse ab, die Funktionswerte an der y-Achse. Ebenso der Punkt da drüben, der rote Punkt, da sieht man, der Argumentwert x gleich 5 liefert den Funktionswert minus 1,5. Es sei hier noch angemerkt,
dass die Achsen auch noch besondere Bezeichnungen haben. Man sagt zur x-Achse auch oft Abszisse und zur vertikalen Achse Ordinate. Ja. Die Begriffe werde ich aber nicht verwenden. Gut, schauen wir nun zu den Potenzfunktionen. Hier haben wir mal die Grundfunktion f von x gleich x. Was bedeutet denn das? Diese Funktionsgleichung hier sagt uns, dass das Argument gleich ist wie der Funktionswert f von x. Das spiegelt sich auch im Funktionsgraphen wieder. Wenn wir hier sehen, egal welchen Wert x ich einsetze in diese Funktion, nehmen wir mal x gleich 2 hier, dann bekomme ich eben auch den Funktionswert 2 heraus. Bei den anderen Potenzfunktionen funktioniert das Prinzip zwar gleich, aber die haben ein ganz grundlegend anderes Aussehen. Zum Beispiel die Potenzfunktion x², die hat diese Parabelform hier, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Funktionswert, den Argumentwert 2 einsetze, bekomme ich den Funktionswert 4. Also das entspricht diesem Punkt am Graphen. Die Potenzfunktionen mit höherem Exponenten, hier hätten wir zum Beispiel x hoch 4, werde ich nicht näher erklären. Dazu gibt es natürlich auch andere Videos auf dieser Seite. Hier sei vielleicht noch angemerkt, die geraden Potenzfunktionen, also die mit geradem Exponenten, die haben diese typische U-Form, und jene mit ungeradem Exponenten, die besitzen eben so eine, man könnte S-Form dazu sagen. Also die schauen etwa so aus. Ja? Gut, nun zurück zu der Präsentation. Und zwar ein Begriff, den wir noch brauchen, das ist die Verkettung. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Differentialrechnung in der 7. Klasse bereits gehabt habt, von der Kettenregel. Der Begriff, den werden wir dann später brauchen, wenn wir vor allem Funktionen horizontal verschieben oder skalieren wollen. Was ist eine Verkettung? Wir haben diesmal zwei Funktionen und wir setzen die eine in die andere ein. Wir haben ja schon gesehen, bei reellen Funktionen kann ich eine reelle Zahl einsetzen in die Funktion und kriege wieder eine reelle Zahl heraus. Ja, und die setze ich jetzt in eine andere Funktion ein. Also man nennt es auch hintereinander Ausführung dieser beiden Funktionen f und g. Man spricht auch f von g von x. Das sieht man jetzt auch ganz gut. Hier innen im Argument der Funktion f steht eine andere Funktion, nämlich die Funktion g. Ja, das heißt, man berechnet zuerst den Funktionswert von g und setzt diesen dann in die Funktion f ein. Also man rechnet quasi in zwei Schritten. Wir werden das eben brauchen, habe ich schon gesagt, um die Graphen nach Belieben zu verändern, diese Verkettungen, damit du ein ganz kleines Gefühl dafür bekommst, auch gleich eine Übungsaufgabe bis zum nächsten Video. Und zwar, wenn du diese gegebene Funktion hier hast, man kann sich das vorstellen, eine Funktion abhängig von etwas, gekennzeichnet hier durch drei Punkte. Also das ist ein Platzhalter für etwas, das ich einsetze, zum Beispiel eine reelle Zahl oder aber eine Funktion. Ja? Eine Funktion steht ja auch wieder stellvertretend für ganz viele reelle Zahlen. Und diese Funktion f, die ist eben Platzhalter minus 2. Und was passiert jetzt, wenn ich für den Platzhalter die Funktion g von x gleich x² einsetze? Überlege dir mal ganz kurz, wie diese Funktion aussehen könnte und wie sich die verhält. Wir werden das nächste Mal noch auflösen. Bis zum nächsten Video.